Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Lupus. Und wir mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, und die Züge haben sich schon wieder verkeilt. Aua, schrei doch nicht so. Ich habe nicht geschrien. Nein, da hat sich gar nichts verkeilt. Das ist alles in Ordnung. Warum stehen da so viele Züge? Ja. Beim Haufen. Stau auf der A2? Keine Ahnung. Ja. Nee, auf der Z2 war das ja. Der Z2, achso, der Z2, ja. Genau. So, und ich brauche jetzt erstmal Schienen. Was bitte? Ich dachte, der Zug bleibt hier. Damit er mir nicht wegfährt. Kann auch bleiben. So, ich brauche Züge, genau. Ich brauche Schienen. So, da. Dann baue ich das auch mal so ein bisschen um. Also ich leite quasi den ganzen Strom ein bisschen um, dass die da nicht so viel Stress haben. Weil wenn da 1000 Züge da durchfahren, ist ja kein Wunder, dass das nicht klappt, ne? Da blickt ja keiner mehr durch. Muss es halt nur richtig machen. Hm. Ich hatte da einen Frosch im Hals. Ja, klar. Wir müssen, glaube ich, eh mal gucken, dass wir die ganzen Bahnhöfe ein bisschen umbauen. Wieso? Ja, weil da, wo die jetzt momentan sind, das irgendwie ungünstig ist. Ich weiß nicht, irgendwie... Das gefällt mir nicht. Gefällt dir nicht? Nee, das gefällt mir nicht. Das ist, ja, ich weiß nicht. Sieht nicht schön aus. Tja, da kann ich jetzt so auch nichts gegen machen, also. Oh, doch, es ändern. Wäre eine Möglichkeit. Nee. So, vielleicht, da eine Parallelstrecke zu bauen, das macht auch keinen Sinn. Dann mache ich das lieber auf der Seite. So, dann, warum steht der hier eigentlich? Achso, wahrscheinlich ist da unten gerade ein Zug, So, dann will ich das hier wahrscheinlich. Warte mal, so oder wollte ich da noch? Das kann ich auch noch stehen lassen. So, was sagt denn der Kupfer? Oh, das ist so gut wie abgebaut. Was sagt denn der das Kupfer? Das liegt noch gut. Das stimmt, da unten hattest du das neue Kupferfeld angeschlossen. Ja. Das sieht gut aus. Stein sieht auch gut aus. Habe ich ja auch gemacht. So. Strom sieht einigermaßen aus gerade. Aber ich glaube, das Problem ist momentan, dass wir nicht genug Strom haben, um alle Akkumulatoren zu laden. Das kann gut sein, ja. Weil wir in der Nacht so wenig Strom haben, weil da auch keine Solarzellen funktionieren. Ja, wir haben auch tagsüber nicht genug Strom. Ja. Wo liegt das bitte? Weiß ich nicht. Das liegt daran, dass wir nicht genug Strom haben. Mhm. Hörst du mir nicht zu? Und wie lösen wir dieses Problem, Herr Lupus? Keine Ahnung. Ja, find eine Lösung. Ach so, okay. Ja, meinst du, ich sag dir jetzt eine oder was? Ja. So kommt, so schön kommt's noch. Ich dachte, du hast immer so diese Komplettlösung. Nein. Nee? Hm. So, jetzt gucken wir mal gerade, wie wir das hier machen. Das war jetzt. Moment, das. Hier fährt ja der runter und hier fährt er hoch. So, und das heißt, er muss hier jetzt einmal so. Oder ist jetzt schon wieder Tag? Ist jetzt Tag oder ist jetzt. Oh, es wird wieder Tag. Oh, die Akkumulatoren laden. Naja, mehr oder minder. Nee, doch nicht sehen. So, scheinbar hat das doch gereicht. Die Akkumulatoren sind nicht komplett entladen. Okay. Success! So, okay, das passt auch nicht. Das heißt, das muss. Aber ich glaube, nur weil sich irgendwas zurückstaut, ist der Stromverbrauch nicht mehr so hoch. Nicht wundern, ich muss gerade so ein bisschen hier nachdenken, wie ich das hier am besten baue. So, das sieht zwar ultra scheiße aus, aber. Moment. Funktioniert das überhaupt? Warte mal, das ist ja. Das ist doch Quatsch, was ich hier mache. Das ist doch Bullshit. So, genau. Manchmal ist das einfach nur lustig, dir zuzuhören. Ja, danke. Bitte. So, das fährt da lang oder das dahin, okay. Also das wird da oben so. Ach Gott, das ist ja ein. Oh Gott, das wird ein Heiden durcheinander hier. So. Und das verbunden, warte mal, das
da lang oder das da lang. Das heißt hier so. Ne, Moment, einen davor. So, zack. Jo. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Okay, dann heißt das also hier. Die rattern ja jetzt nach da. Ach, warum mache ich mir das eigentlich so umständlich? Das heißt, hier muss der warten. Das darf man schon lange im Blueprint machen. Und hier lassen wir ihn mal ein bisschen. Boah, hier warten, ne? Ja, hier. So, das Ganze muss dann hier noch auf der anderen Seite mit einem anderen Signal abgetrennt werden. So, oder ich habe mich gerade gewundert, das war das safe. So, das ist auch alles in Ordnung. Hier muss der Zug natürlich genau, in die Richtung muss er einmal prüfen, ob das Signal frei ist. Und wenn er dann hier lang fährt, prüft er einmal, ob das macht er schon. Das Problem ist, jetzt ist hier wieder kein Platz für ist doch alles kacke. So. Moment. Nach sowas sagt man der doch muss da warten. Er soll aber, wenn hier frei ist, trotzdem weiterfahren. Und warum blinkt er dann jetzt hier? Wow. Der soll jetzt. Alter, was staut sich denn bitte gerade zurück, dass unsere Produktion so übel ist? Ja, ist alles gut, ne? Der ja, ich geht bin mega überrascht hier. Irgendwie. Moment, der muss dann hier einmal prüfen. Normalerweise müsste doch das jetzt. Okay, wahrscheinlich, weil er das über Kreuz macht hier. Wo ist denn hier das nächste Signal? Das ist schon ein bisschen weiter her, ne? Ach, die hat er nicht gesetzt. Aha. Hier fehlen einige Signale. Was? Hat da einer geschlampt oder was? Na, es waren die Drohnen, die geschlampt haben. Was? Die Drohnen? Wieso ja. Ehrlich? So. Das passt jetzt. Das passt noch nicht ganz. Der muss einmal prüfen, ob hier frei ist. Nee, das funktioniert so nicht. Warum blinkt das denn immer noch? Also der überprüft jetzt diese und diese. Das heißt, wenn hier, dann genau. Das tut mir leid. Meldet sich gerade mein Telefon. Ja, das meldet sich. Das spricht mit ihm. Ja, das spricht mit mir. So, so. Ich mal ganz kurz. Okay, so, das heißt, hier wird jetzt die komplette Seite gesperrt. Wenn er hier lang fährt, wird für ihn gesperrt, oder? Das müsste jetzt hier gesperrt werden, ja. Okay, das soll eigentlich nicht so sein. Also, egal ob hier jemand langfährt oder da jemand langfährt, das wird immer gesperrt. Oh, das ist stimmt, scheiße. Ich hatte ja noch Logistikroboter im Inventar, die ich gebaut hatte. Hopp, rein damit. Ja, das Problem ist hier, jetzt kann ich da nichts hinsetzen. Das ist echt nervig. Warum habe ich eigentlich noch so viele Furnace im Inventar? Weiß ich nicht. Weg damit, weg damit. Das ist jetzt echt doof hier. Jetzt. Das tut mir leid, ich glaube, wir machen mal eine ganz kurze Pause jetzt und bin gleich wieder da. Tut mir leid. Ja. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, ich musste ganz kurz ans Telefon. Jo, kein Ding. Ach, wie das leider immer so ist. Wird natürlich immer zu den unpassenden Zeiten angerufen. Es gibt sowas, das ist eine richtig geile Funktion, ne, auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Das nennt sich Flugmodus. Da kannst du dann gar nicht angerufen werden. Was? Ja, ist genial, oder? Das halte ich für ein Gerücht, für ein ganz böses Gerücht. Und weißt du, was noch geiler ist? Du kannst in diesem Flugmodus trotzdem die WhatsApp-Nachrichten lesen und keiner sieht, dass du sie gelesen hast. Hey. Was? Geil. Ja. Das ist ja wundervoll, Mensch, geil. Genau. Und das ist noch nicht alles. Wenn sie jetzt kaufen, sofort. Nee, wenn sie jetzt bestellen, so. Nee, wie was? Wenn sie jetzt kaufen, sofort bestellen. Ja, ja. Na. Wenn sie jetzt kaufen, sofort bestellen, was? Genau. Nee, wenn nice. Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, so war das. Diese Folge geht so richtig und dann kommt noch der Kalender dazwischen. Was für ein Kalender? Die Folge ist perfekt. Mein Kalender. Wie, dein Kalender kommt dazwischen?
Verstehe ich jetzt nicht. Ja, der sich meldet. Termine für morgen. Achso, ey, Termine, yay. Ja, du hast Termine, ja, weiß ja. Ich. Ey, du hast Termine. Ja, weiß ich. Genau, erzähl mir was Neues. Okay. Hey, du hast Termine. Die Fresse. So, was fehlt mir für Akkumulatoren? Batterien. Dann muss ich mir gleich mal Batterien holen. So, das mache ich jetzt Bounty, da lang. Ich jetzt noch habe. So, das reichen wir jetzt mal da ab zu. So. Und das reichen wir hier jetzt auch so ab, so. Zack. Das kommt jetzt hier so ran, so. Der überprüft, ja. Und der überprüft, so. Ja. Was sagt Strom? Oh, jetzt sieht Strom richtig gut aus, ja. Ey. Kannst du mal sehen. Kaum war ich da dran. Was? 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 Was da dran rumgefummelt? Ich bin enttäuscht von dir, Max. Alles verbessert, alles erneuert. Alles neu. Sehr schön. Wenn es dir nicht gefällt, mach neu. Okay, alles abreißen. Cut, alle von neu, wieder alle auf Anfang. Alles klar, machen wir so. Oh, bleibt eigentlich... Da habe ich gerade einen kurzen Leck gehabt. So, was bitte? Oh, wieder. Da habe ich nochmal einen Leck. Ja, das ist zu stressig, das Schienennetz hier. Das ist die Folge, die ist, steht unter keinem guten Stern. Nee, das ist alles schlecht, ja. Ach, da fummelst du dann rum und ich wundere mich hier schon, warum wieder kein Kupfer ankommt. Ich verbessere das gerade. Achso, du verbesserst. Ja. Achso, nennt man das heutzutage, okay. Ja, verschlimm bessern. Ja. Ah, ja, das macht viel mehr Sinn. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm. Ja, ich muss mal kurz gucken, dass er sich hier wieder einkriegt. Jetzt muss ich ja von hier. Oh! Das ist jetzt... Ja, das, nice. Ja, sorry, es hat geleckt. Ich stand wohl auf der Schiene, obwohl ich gar nicht mal auf der Schiene stand. Naja, ist richtig. Ja, ist so. Ich stand eigentlich gar nicht... Kannst du meine Zuschauer fragen? Ich stand da gerade nicht mehr drauf und trotzdem... Deine Zuschauer sind befangen, das zählt nicht. Ja, guckst du doch selber dann an. Puh. Jetzt muss ich erstmal wieder zu meiner Leiche latschen, ey. Wow. Ganz tolle Sache. Ganz tolle Nummer. Wird es eigentlich zählt, wie häufig ich mal überfahren wurde? Von mir nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Genau, zählt mal. Würde mich mal interessieren, wenn es irgendjemand gezählt hat. Death Counter 1. Nee, es ist nicht 1. Scht. Ich habe nicht gezählt, aber ich weiß, dass es nicht 1 ist. Weiß doch keiner. Scht. So, jetzt habe ich alle meine Sachen wieder. Alle meine Sachen. Alle, die aufmerksam zugucken, die wissen das ganz genau. Ja, ja. They know what you did. Jetzt muss ich mir gerade gucken. Jetzt muss ich das Teil hier so ein bisschen umbauen. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, aber ich muss es ja irgendwie machen, weil sonst ist alles kacke und so. Warum fahren die denn jetzt hier alle lang? Okay, das. Ja, gut, so wie das jetzt gerade ist, scheint es auch zu funktionieren. Das entlastet ein wenig. Und falls irgendwas hängt, können sie da. Ausweichfahren. Ich weiß es nicht, ich probiere das jetzt einfach mal aus umzubauen. Und zwar hier fahren sie ja raus. Das heißt, ich muss die fahren ja so, also muss das hier so so angeschlossen so und das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du verstehst das nicht. Habe ich mich bei unseren das kann nicht sein. Was? Wo sind unsere Logistikroboter hin? Alle weg. Angeblich haben wir 52 Stück, das kann aber nicht sein. Warum? Weil ich vorhin mindestens 70 Stück reingeschoben habe. Hast du reingeschoben? Hä? Ganz tief reingeschoben. Ach, da ist das Problem. Aha, du das bist das jetzt, Problem. Das ist ja kacke. Nein, wir haben zwei Logistiknetze, die sind gar nicht miteinander verbunden. Ach, ja, echt. Hä, wieso nicht? Du bist ja doof. Ja, das kann ich dir doch nicht sagen, weiß ich doch nicht. Was du da angerichtet nix hast. Nix weißt du. Ja, ich weiß doch nicht, was du da baust. Was für eine Scheiße. So, ja, manchmal habe ich so den Gabax-Moment, das tut mir leid. Ja, genau, jetzt bin ich das wieder. So, jetzt stimmt, es ist alles wieder verbunden. So, jetzt müssen wir gerade gucken, dass wir das alles hier abgerissen. So. Kriegen wir das hier so hin? Nein, natürlich nicht.
Geht das so? Auch nicht. Das ist so alles wieder kacke hier. So, kriegen wir das so, hier so die irgendwie dann... haben alles. Die irgendwie hier so, haben zack, hier so reingeklatscht. Auch alles. So, machen wir das so. Alles easy. So, zack. Vielleicht der noch prüft. Irgendwas, was wir forschen müssen. Was wir jetzt so spontan brauchen. Was wir forschen müssen. Oh, warte mal, da war irgendwas, was ich forschen wollte. Was fragst du mich dann? Nee, das haben wir schon. So, jetzt können die Züge ja alle langfahren oder gucken. So, das heißt, hier unterbreche ich einmal. So, dann kann hier erstmal nichts mehr langfahren. Glaube, das muss es auch nicht. Was haben wir hier? Logistik-Slots. Breaking Force, das könnten wir noch forschen. Damit die Bahn schneller, also schneller schnell ist. Mhm. Ne? Warum ist denn hier eigentlich... Haben wir denn eigentlich so wenig rote gebaut? Ach, weil die so langsam sind, okay. Das macht hier gar keinen Sinn, was ich hier sehe jetzt erst hier. Das ist der Quark. Von da aus kommt, von da kommt doch gar kein Eisenzug. Gabax, was hast du hier gebaut? Wow. Was jetzt denn? Ernsthaft. Was denn, wo denn, was denn, wieder was? Hoppala, jetzt habe ich es versehentlich abgerissen. Wo war was, wie abgerissen? Was du hast macht, hier einen was? Greifarm gebaut, der gar nichts greifen kann, weil da das Fiesband gar nicht hinkommt. Ja, ist doch raffiniert. Das verbraucht wenigstens keine Materialien, aber... Ach so, meinst du, das war Absicht? Ja, aber... Ist die Folge zu Ende? Mhm. Ja, danke, dass du es sagst, weil meine Zeit stimmt nicht so ganz. Ja, ein gutes Ziel. Ich muss das nachher nämlich zusammencutten. Und ja, freut mich, dass ihr zugeguckt habt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Factorio. Bis dann. Tschüss. Jupp. Ciao.